Hallo, ich bin Martin, dein Supply Chain Coach. Willkommen auf dem YouTube-Kanal Supply Chain College. Im heutigen Thema dreht sich alles um Absatzplanung oder Forecasting der Produkte gegenüber der Durchlaufzeit eines Produktes entlang oder innerhalb einer Supply Chain oder Lieferkette. Ich habe den Titel recht provokant, ein bisschen Clickbait-mäßig gewählt, dadurch mir permanent in meinem Berufsalltag schon seit Jahren der Forecast einfach viel zu viel Gewicht bekommt, in den ganzen Supply Chain und auch kommerziellen Themen. Natürlich, ich war selber mal Absatzplaner vor sehr vielen Jahren, war für Forecasting etc. zuständig, verantwortlich, daher möchte ich es auf keinen Fall unterschätzen, aber wenn man den Planungshorizont eines Unternehmens anschaut, mehrere Wochen, Monate bis Jahre und den vor allem unterteilt in den kurzfristigen Horizont, zum Beispiel in der Konsumgüterindustrie, sage ich jetzt mal die ersten 2 bis vielleicht 4, 6 Wochen, und danach dann alles taktisch bis langfristig, sage ich mal, deklariert, dann sage ich vor allem in der ersten Periode, also die ersten 2, 4, 6 Wochen, ist der Forecast sehr oft überbewertet. Und ich erkläre euch in diesem Video, warum ich zu dieser provokanten Aussage komme. Natürlich, kleiner Disclaimer, Sales and Operations Planning Video seht ihr hier, den Link dazu. Und die Finanzplanung, Verkaufsplanung eines Unternehmens ist wichtig. Und man muss natürlich auch für die kurzfristigen Wochen oder den Horizont natürlich einen Plan, einen Absatzplan, Forecast machen, sodass man weiß, wie der Cashflow sich entwickelt und viele andere Dinge. Da möchte ich aber in diesem Video nicht weiter drauf eingehen. Absatzplanung kommt später nochmal ein Video in den nächsten Wochen, Monaten. Dieses Video dreht sich vor allem darum, euch zu sagen, vergesst bitte nicht die Supply Chain Management Basics. Natürlich ist es toll, einen sehr akkuraten Forecast zu haben, auch für den kurzfristigen Horizont. Aber der beste Forecast ist immer der, den man nicht braucht. Natürlich, das höchste Gut zum Beispiel wäre ein Kundenauftrag, ein formeller. Da habt ihr schon wirklich ein Element, gegen das ihr eure Supply Chain wirklich komplett steuern könnt, alle Prozesse anstoßen könnt, ohne einfach vage gegen einen Plan, der eintrifft oder nicht eintrifft, zu produzieren, Ware zu beschaffen, die Logistik in Bewegung zu setzen. Mir geht es aber auch darum, je kürzer die Durchlaufzeit eines Produktes ist, desto schneller, vor allem agiler, Agilität ist das Schlagwort hier eigentlich, könnt ihr auf die Kundenbedürfnisse reagieren. Ich erkläre euch hier oben nochmal in dem verlinkten Video jetzt an einem Beispiel von der Bier-Supply Chain, von einem einfachen Dosenlagerbier, wie so eine Durchlaufzeit, Vorlaufzeit aussehen kann, in einem sehr einfachen Beispiel. Schaut euch doch das Video bitte hier oben an, dass ihr jetzt auch ein bisschen folgen könnt. Und dort erkläre ich euch zum Beispiel, wenn jetzt der Regalplatz leer wäre im Supermarkt, braucht es zum Beispiel 35 Tage, wenn die ganze Supply Chain keine Zwischenbestände hätte, von Materialabrufen, von den Lieferanten, durch die Brauerei, Logistik bis wieder ins Regal. Und das ist natürlich eine super lange Zeit. Und letztendlich die Basics und eines der wichtigsten Elemente, die ein Supply Chain Manager wirklich managen sollte, ist diese Zeit, in unserem Beispiel jetzt 35 Tage, so kurz wie möglich zu halten oder zu gestalten. Das heißt, je kürzer diese Reaktionsperiode oder der Reaktionszeitrahmen, desto agiler bin ich, desto besser ist mein Kundenservice, desto niedriger sind die Bestände, die ich halten muss, weil diese Zeit der Unsicherheit ist, so kurz wie möglich zu gestalten. Und dementsprechend braucht ihr eben weniger Sicherheitsbestände, weniger Prozessbestände in der Pipeline etc. Das heißt eben höhere Service, niedrigere Kosten. Einer der Gründe, warum ich dieses Video mache, ist, dass ich mit diesen ganzen Digitalisierungsprojekten, die natürlich immens wichtig sind für alle Unternehmen, setzt man viel zu viel Fokus, Zeitaufwand von Projektteams, Mitarbeitern, Ressourcen, Kapital, also Finanzressourcen in diese Projekte rein, um den Forecast immer, immer, immer besser zu machen. Dadurch kommen aber teilweise auch Unsicherheiten in die ganze Supply Chain, weil der Forecast sich permanent ändert, man viel weniger Kontrolle auch drüber hat. Wichtig ist einfach, wirklich sich auf die Basics zu konzentrieren, sodass ihr nicht zu viel Energie immer auf diese modernen digitalen Konzepte verwendet. Und natürlich, die sind super wichtig. Ich möchte gar nichts Schlechtes sagen. Ich unterstütze sofort alle die Projekte und da werden wir sehr, sehr toll von profitieren in der Zukunft. Aber die Basics sind genauso wichtig. Macht eure Hausaufgaben und eben Durchlaufzeitverkürzung ist das absolute A und O meiner Meinung nach eines Supply Chain Managers. Wie gesagt, Kundenservice wird höher, weil ihr schneller reagieren könnt, agiler seid. Die Bestände gehen nach unten, Sicherheitsbestände, weil die Reaktionsperiode, die Periode der Unsicherheit, sage ich mal, viel kleiner ist. Damit braucht ihr statistisch weniger Sicherheitsbestände, ihr habt viel weniger Prozessbestände in eurer Pipeline etc. pp. Neben der finanziellen Unternehmensplanung, die ich jetzt gerade angesprochen habe, ist der Forecast natürlich immer wichtiger, je mehr man in den mittelfristigen, langfristigen Horizont geht.
Dort denke ich an Themen wie Investitionshorizonte, die ihr im Unternehmen habt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel 6 Monate, 9 Monate, 12 Monate habe, um gewisse neue Kapazitäten zu installieren, neue Anlagen aufzubauen, Partnerschaften zu formen, zu finden und zu formen, dann brauche ich dort natürlich einen einigermaßen genauen Forecast im Sinne von zumindest auf Produktgruppenebene etc., vielleicht nicht im Detail auf jeden Artikel oder so, den ihr vertreibt, verkauft, sodass ihr dort die richtigen Entscheidungen trefft. Also wann baue ich und wie baue ich Kapazitäten auf, wo baue ich sie auf oder auch ab, wo erhöhe ich oder ändere ich meine Schichtmodelle mit den Mitarbeitenden, sodass ich entsprechend Mitarbeiter anlernen kann, rekrutieren kann oder auch wenn ich Mitarbeiter nicht mehr brauche, dass ich vielleicht andere Aufgaben unternehmen für die Mitarbeiter finde. Und nochmal das ständige Auf und Ab der Forecast-Zahlen im kurzfristigen Horizont ist wirklich, wirklich sehr schlecht, weil permanent dann in die ganzen Supply Chain eingegriffen wird und eine Unruhe entsteht. Und daher eben, je kürzer eure Beschaffungs- und Lead-Time und Produktionszeit und Logistikzeit und was auch immer ist, desto besser könnt ihr reagieren, unabhängig von was auch immer meinem Absatzplan oder Verkaufsplan stand. Abschließend jetzt nochmal ein paar Worte, was man eigentlich oder ein paar Beispiele, was man eigentlich tun kann, um die Vorlaufzeit in einer Supply Chain zu verkürzen. Zuallererst kann man da schon beim Produktdesign anfangen. Bleiben wir beim Bierbeispiel. Man kann zum Beispiel schon bei der Produktentwicklung darauf achten, diverse Rohstoffe von Lieferanten zu nehmen, die vielleicht nicht gerade irgendwo übersee gesourced werden müssen. Insofern man natürlich die Kundenwünsche dann immer noch trifft. Man kann entscheidend darauf einwirken, je nachdem, welche Technologie für die Herstellung der Produkte man verwendet. Man kann beim Design des Logistiknetzwerkes schon einen Einfluss darauf nehmen, habe ich ein Lager, habe ich 3 Lager, habe ich 4 Lager, habe ich eine regionale Struktur, wo ich noch einen Haufen Zwischentransporte etc. habe und damit eben länger brauche, bis ich bei den Kunden bin. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Ich gebe euch nur Ideen an die Hand. Sag nicht, dass es schlecht ist, jetzt viele oder wenige Lagerorte zu haben. Bei der Ausschreibung beim Einkauf von Komponenten könnt ihr schon drauf achten, zum Beispiel neben den Qualitäts- und Kostenaspekten auch vielleicht zu schauen, wie lange sind die Lieferwege, die Bestellvorlaufzeiten der Lieferanten, wie viel Kapazität haben sie, wie eingeschränkt sind sie, haben sie ein Lager mit den Hauptbeständen nahe bei euch an eurem Produktionsstandort als Beispiel, sodass ihr dort nicht irgendwie 2 Wochen Vorlaufzeit habt, sondern nur wenige Tage oder nur einen Tag als Beispiel. All das sind Dinge, die auf die Vorlaufzeit, diese Lead-Time einen essentiellen Einfluss haben. Ebenfalls solltet ihr euch hinterfragen, könnt ihr eure internen Prozesse optimieren. Sei es das Auftragsmanagement, wann kommen Kundenaufträge rein, bis wann sind sie bearbeitet durch die Logistik geschleust, kann ich täglich bei Lieferanten Komponenten bestellen oder täglich die Produktion umplanen oder kann ich das nur einmal die Woche, sogar nur einmal im Monat. All das hat natürlich einen Einfluss darauf, wie schnell kann ich agil auf diese Kundenbedürfnisse, Kundenaufträge etc. reagieren. Und ein Klassiker, den ich gerne bringe, kleine Bestellmengen, Losgrößen, Batchgrößen sind natürlich auch ein A und O, agiler, flexibler zu sein. Denn wenn ich permanent überbeschaffe oder überproduziere, dann schiebe ich nicht nur einen riesen Berg an Kapital vor mir her, sondern wenn der Kundenbedarf sich ins Negative entwickelt, dann muss ich Produkte umarbeiten, muss sie billiger weiterverkaufen, muss sie zurückgeben oder letztendlich auch vernichten. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kurzen Video erklären, warum ich der Meinung bin, dass die Absatzplanung, das Forecasting zum Teil gerade im kurzfristigen Horizont überbewertet, überschätzt ist und wie wichtig es ist, euch auf Supply Chain Management Basics, vor allem die Lead-Time-Reduktion, zu fokussieren, sodass ihr einen besseren Service, niedrigere Kosten und eine agilere Supply Chain am Ende vom Tag habt.